Dann wollen wir nochmal gucken, was uns als nächstes erwartet. Runden-K.O.-Rennen Kalypso Coast. Nicht Apokalypso, sondern Kalypso. Schwing nicht in einem BMW Z8, einen Ferrari 360 Spider oder einen Aston Martin V12 Vanquish. Letzteres machen wir nicht, um dieses europäische Runden-K.O. auf der Strecke Kalypso Coast zu bestreiten. Besiege alle 5 Gegner und sichert dir den ersten Platz, denn nur so kannst du Event 18 und 19 freischalten. So, Vanquish hatten wir schon. Der Z8, der reizt mich doch sehr. Ich bin mir relativ sicher, dass man den Spider nochmal irgendwo fahren kann. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Z8. Das ist übrigens die Kiste, die auch Bond einmal gefahren hat. Also Pierce Brosnan, und der dann der Länge nach auch zersägt wurde. Also das Auto, nicht Pierce Brosnan. Der Morgen stirbt nie? Irgendwie sowas. Und der ist deswegen Z8, weil er einen V8 drin hat. Viel sehen tue ich hier nicht wegen dem Staub. Das hat ja gerade so nicht funktioniert. Da bin ich mir wieder ziemlich sicher, dass ich die Kante hier hinten nicht richtig dran erwische. Fahre ich lieber außen rum. Ja, da vorne könnte man ein bisschen weniger Gas geben, damit man auch mal eine Chance hat, ihn einzuholen.
Okay, ich ergänze meine Aussage, beziehungsweise korrigiere sie. Nicht einholen, überholen. So, Vollidiot. Er schwingt hier wieder ganz ekelhaft hin und her. Hätten wir da vorne Renkfisch? Ich überlege gerade, der 360 Spider, der hat auch ein V8, ne? Zweifelsfall ein 3,6 Liter V8. So 3,6 Liter, der dann eher ein V6. V6 verbaut Ferrari nicht. Ne, dann kann die Zahl nicht stimmen. Dann müsste ich jetzt raten. Eine Runde geführt. Naja, nicht ganz, ne? So, Scheitelpunkt gerade so verpasst. Zum Glück ist hier kein Verkehr. Aber diese Stelle, wo ich hier gerade aus durch den Wald ging, verpasse ich auch jedes Mal. Kann das sein? Also Wald ist jetzt ein starkes Wort für die sechs Bäume, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da wäre es gewesen. Ah ja. Hossa. Ah. Mann. Wenn das Heck noch so komisch nachschwingt. Jetzt habe ich eine Runde lang geführt. Ah, Leute. Dazu wird die Mauer, mein Heck wieder zurückgedrückt. Da hatte ich ja nochmal Glück gehabt. Mist. Yeah.
Los, Ferrari, mach dich da weg. Sieht sowieso komisch aus in Schwarz. Und raus ist der Ferrari. Da. This is the acid rock section of a song. Oh, you burned out acid, hit me singing along. With your campfires going and your barbecue song. Na, das sieht doch jetzt gut aus. Ganz gekonnt in die Wand gedrückt und schon wieder auf die Taste gekommen. Komm, jetzt. Ja, das Steuerkreuz ist etwas ausgenuckelt. Ist ja auch noch ein PlayStation 1 Controller der ersten Generation. Hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Super, du hast den Calypso Coast Lab Knockout gewonnen. Glückwunsch, du hast den Rundenrekord für diese Strecke gebrochen. Dann schaffen wir ja noch ein Rennen. Das ist ja schön. Das ist ja toll. Nämlich die 14 hier. Mediterranean Paradise 3? 2? Klutz. Tritt in einem K.O.-Rennturnier gegen drei andere Fahrer auf der Strecke rund ums Mittelmeer an. Tipp, gehe vom Gas, wenn du auf Pflastersteinstraßen fährst. Du musst erster werden, um die Events 20 und 21 sowie die Strecke Mediterranean Paradise Klotz freischalten zu können. M5, was haben wir hier noch?
das Coupé und den Jaguar. Den Jaguar hatten wir schon mal. Der fährt sich grausam. Das fährt sich gar nicht so schlecht. Der M5 schwingt ein bisschen am Arsch nach. Deswegen nehmen wir mal den HSV. Wenn ich es mir aussuchen kann, weil wir alle schon mal hatten, dann nehme ich natürlich das, was mir am besten gefällt. Wo ich persönlich der Meinung bin, dass es sich am besten fährt. Ja, hup, hup. Naja, hup, hup. Aha. Ja, hup, hup. Wo gibt's denn hier Kopfsteinpflaster? Glaubst du, dass mir dein Hubo so sehr auf den Keks geht, dass ich einen Fahrfehler mache und dich hier vorlasse? Hast dich geschnitten, Alter. Ah, Mist. Leider, Mann. Ach, das ist die Strecke rückwärts. Jetzt erkenne ich das erst.
Ich bin bald auf dem Haufen hier. Ich bin's wohl. Okay, das fährt sich total bescheuert. Das machen wir nächste Runde nicht nochmal. Immer noch keine Idee, wo hier Kopfsteinpflaster sein soll. Der Steg unten wird es wohl nicht sein. Das wäre das Dämlichste, was man machen kann. Ein Holzsteg mit Kopfsteinpflaster beklebt. Betackern. So, wieder den Steg verpasst. Das ist schön, man kann die volle Kanne Vollgas geben. Man braucht hier nicht einmal wirklich runter vom Gas und stark bremsen oder so, ist hier alles nicht. Das ist eine richtig schöne Bleifußstrecke. Uah. Na gut, vielleicht die Stelle hier. Nein, ich möchte nicht da oben lang fahren. Das ist nämlich voll Moppelkotze. So, ich habe ja gelernt, hier oben lang und dann so, alles ist schön. Ich habe schon wieder irgendwie auf die Taste nach oben gedrückt. Ach, da wäre der Steg gewesen. Na gut. Dreimal am Stück verpasst. Super. Prügeln sich ja eigentlich da alle auf einem Fleck. Das heißt, ein Fahrfehler und es überholen dann gleich erstmal alle. Aber ich denke nicht, dass ich auf den letzten 50 Metern noch einen Fahrfehler mache. Glückwunsch, du hast dich für die nächste Runde des Ausscheidungskampfs qualifiziert. Wie die nächste Runde? Du hast die Need for Speed Edition des Ford Mustang Cobra R freigeschaltet.
Ach, ey. Jetzt sehe ich das erst. Ums. Drei Runden. Diesmal vorwärts. Das heißt also, danach kommen nochmal drei Runden. Also mit 9 Runden dabei. Das andere Rennen, wo ich mich aufgeregt habe, das waren 8 Runden. Man kann aber echt übertreiben, Leute. Wir probieren was mal. Bye.
So rum fährt sie sich irgendwie nicht ganz so schön. Also hier muss man eher mal auf die Bremse treten als andersrum. Faszinierend. Na super. Na gut, dann kann ich jetzt hier auch mal so weiterfahren, um euch das auch gleich mal zu zeigen hier. Ach, jetzt weiß ich, was die mit Kopfsteinpflaster meinten. Du hast dich für die nächste Runde des Ausscheidungskampfs qualifiziert. Das klingt gut. Ein bisschen bergauf bei 194, weiter kannst du nicht beschleunigen. Ich bin empört.
das war ja richtig. Und noch einer. Ach, das hätte man geradeaus durchfahren können. Versuche ich mal für die nächste Runde zu merken. Ja, ja, hup, hup. Das ist überhaupt ein M5, ne? Wayne. Ach, das ist überhaupt kein Rundenrennen jetzt. Das ist ein von bis. Ah. I see, I see. Ja, dann durfte es wenigstens diesmal ein bisschen schneller gehen. Als nochmal 3 Runden. Ich glaube, wenn man jetzt nach rechts könnte, dann wäre man schon an der Ziellinie. Nein! Ah, Scheiße. Na, ist ja noch eine Fünftelstrecke da. Ich muss überholen. Nein, nein, nein. Bleib hinter mir. Brav. Du hast den Ausscheidungskampf gewonnen. Super. Du hast den Mediterranean Knockout gewonnen. Du hast Mediterranean 2 freigeschaltet. Ach, mit 2 sollte das heißen. Dieser Klutz. Glückwunsch, du hast den Streckenrekord gebrochen. So, dann haben wir es ja. Dann machen wir weiter im nächsten Video. Bis dann.